willkommen. Dankeschön, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist der Webvideopreis 2013 live aus dem Kapitol in Düsseldorf. Das hört sich schon mal ganz gut an. Und gewonnen hat die Kategorie FYI Stefans Musikworkshop. Wie ein James Bond Soundtrack entsteht. Das ist der Gewinner. Nur mal an, das war das dritte Mal. Dann geht jetzt die linke Hand auf diesen und die rechte Hand auf das hier. Und ihr spielt viermal den, viermal den. Dann habt ihr das. Das könnt ihr euch jetzt, wenn ihr wollt, zum Erklären immer wieder nochmal angucken. Und ich spiele es jetzt nochmal einmal hintereinander für euch. Und am Ende, wenn die Zeile fertig ist, bastel ich noch einen kleinen Schluss ran. Und das war's. Also. Ja, danke. Also gerechnet haben wir damit nicht. Das darf ich ganz ehrlich sagen. Wir sind total happy und ein bisschen sprachlos. Eine Sekunde sprachlos ist drin, trotz Fußballspiel. Okay, und jetzt, worum geht's eigentlich? Es geht darum, und das ist euch allen bewusst, ihr hört ganz oft Musik und die ist cool und ihr sagt, was macht sie so cool? Und das ist etwas, wo ich bin in meinem eigentlichen Beruf eigentlich Chefdirigent eines klassischen Orchesters, Lust hatte, mich mal damit zu beschäftigen, was sind eigentlich die Brücken zwischen diesen verschiedenen Musikgenres, und ich habe irgendwann festgestellt, dass Lady Gaga und Tokyo Hotel genauso viel Spaß machen können wie Beethoven, Brahms und Mahler. Und habe angefangen, davon zu erzählen und unendlich viel entdeckt. Das ist eine Reise, auf die ich gerne alle, die das sehen wollen, mit einladen möchte. Also herzlich willkommen. Jetzt, ihr braucht die Katze in meinem Hintergrund nicht über die Bilder schicken. Gar nicht nötig. Also danke für alle, die da mitgeholfen haben. Herzlichen Glückwunsch. Schönen Abend noch. Ja, kannst du auch. Hallo ihr Lieben, wir sind hier, um Danke zu sagen. Wollen wir einen Tusch spielen? Komm, ich spiele einen Tusch. Wir spielen einen Tusch. Waren deine ersten Töne am Klavier, ne? Genau, nach vier Jahren. Nie gemacht. Ja, genau. Mit langsamer Zeit. Also, das Danke geht an ganz viele Leute, die wir jetzt hoffentlich nicht vergessen, wenn wir darüber sprechen, wer alles mitgeholfen hat, dass wir hier landen. Angefangen hat das vor vier Jahren. Da haben wir das erste Mal losgelegt zu überlegen, wie wir das machen wollen. Und jetzt sind wir angekommen an einer Stelle, wo wir so einen Preis hier kriegen. Also danke zuallererst an die ganzen User, die gewotet haben, ne? Auf jeden Fall. Und danke für das Verständnis, dass wir euch in den letzten Wochen mehrfach mit Vote jetzt, Vote hier, letzte Minute zum Voten, Countdown läuft und so weiter, etwas penetriert haben. Da war ganz schön was los. Aber der das gerade sprach, ist Peter Böttcher, der von Anfang an mit dem Projekt hier quasi die Eminenz im Hintergrund ist, der das Ganze mal angeregt hat und der jetzt einfach der ist, der mitorganisiert, mitmacht und das Ganze im Internet sozusagen platziert. Wir haben mehr als doppelt so viel Votes gehabt wie Abonnenten. Das ist super. Das ist super. Es gab ja welche, die hatten extrem viel mehr Klicks als wir, aber die hatten bloß ein Zehntel ihrer Abonnenten. Und das heißt, wir haben eine Fangemeinde, das ist ja einfach grandios. Ne? Also sehr aktive. Ja, richtig schön. Genau, sehr aktiv, und wir konnten die Jury überzeugen, weil bei dem deutschen Webvideopreis, den wir am Samstag in Düsseldorf gewonnen haben, war 50% User-Voting und 50% Jury, damit auch kleinere Kanäle, so wie wir einer sind, gegenüber beispielsweise anderen Kanälen, die 12, 50, 100, 200.000 Abonnenten teilweise haben, auch eine Chance haben, eine realistische Chance haben, gewinnen zu können. Also auch ein Dank an die Jury, dass sie sich so intensiv mit unserem Workshop beschäftigt hat, dass sie das fand, dass das so cool ist. Aber bei der Gelegenheit sollten wir auch Danke sagen denjenigen, die das Projekt unterstützen. Das ist die Theaterorchester GmbH hier in Neubrandenburg und Neustrelitz, die sich einfach dazu bekennt und uns hier den Saal zur Verfügung stellt und das Ganze einfach möglich macht damit, dass wir das hier machen können. Und das sind einmal die Stadtwerke Neubrandenburg, die uns die notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen, damit wir uns technisch verbessern können und immer mehr Reichweite im Internet aufbauen können. Genau, und dann Danke geht natürlich auch, jetzt zeige ich hier auf euch, das seht ihr aber gar nicht, wo ich hinzeige, sondern ich zeige auf den, der daneben sitzt, blaues T-Shirt, junger Mann, Kamera in der Hand, und der diese ganzen Dinger gefilmt hat und der also einfach uns hilft, das auf einem technischen Stand zu machen, der mittlerweile Fernsehqualität hat. Ihr werdet es kaum glauben, wir machen das in Fernsehqualität. Ist das nicht super? Danke, Thomas, dafür, dass du das... Video Magic GmbH Neubrandenburg.
Okay. Wir sagen jetzt noch ganz kurz ein bisschen was über die Pläne, die wir haben. Ne? Weil genau. Wir natürlich total happy sind mit so einem Preis, der macht aufmerksam und führt dazu, dass es in der Tat einen Haufen Leute gibt, die das sehen wollen. Wir machen also weiter. Ziel ist so etwa jeden Monat einen Clip. Kriegen wir es hin? Wir hoffen. Aber ja, ne? Im Moment sieht es ganz gut aus, dass wir es hinbekommen. Ja, es wird wieder eine Sommerpause geben. So, das machen wir natürlich so ein bisschen wie immer. Das heißt, jetzt vor dem Sommer haben wir noch einen Clip in der Tasche. Der kommt noch, auch noch ein bisschen Tutorial. Ach, Tutorial, da könnte man auch noch was dazu sagen. Genau, gleich vielleicht nochmal zu dem, wohin wir wollen. Wir wollen den Dialog mit euch noch verstärken. Das bedeutet, es wird mehr Videos in Richtung Kommentare beantworten, Fragen stellen etc. geben. Das wird jetzt auch dann wahrscheinlich zum Sommer, nach dem Sommer beginnen. Mhm. Peter spricht immer von einer Veranstaltung, die ich mit euch mal machen soll. Wie heißt das? Ein was? Hang-up? Ein Hangout, ein Google Hangout on Air. Quasi eine riesengroße Videochat-Konferenz. Sollen wir das mal machen? Schreibt mal Kommentare hier drunter, ob wir das mal machen sollen. Wenn ihr das wollt, machen wir das. Genau, ich habe da ein bisschen Schiss davor, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sowas noch nie gemacht und weiß nicht genau, was da auf mich zukommt. Aber Peter meint, das wird schön. Wenn ihr das auch meint, machen wir das. Genau, also einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Videodialog mit Stefan haben wollt, dann einfach reinschreiben, dass ihr ihn wollt. Und ansonsten haben wir immer noch die Idee der englischen Untertitel. Da suchen wir noch Leute, die gutes Englisch sprechen können, die uns dabei unterstützen können, die Sendungen auf Englisch zu übersetzen. Mhm. Und was wir jetzt natürlich machen, wir sind natürlich schon wieder, wieso heißt das so schön, erwartungsfroh, weil wir wollen uns wiedersehen hier in derselben Form, dass jetzt hier auf der Seite ein Preis steht und auf der Seite auch noch einer. Wir sind ja auch noch nominiert mit dem ganzen Projekt, nicht nur mit einem Video, sondern mit dem ganzen Projekt beim Grimme Online Award, was ein super herrlicher Preis ist. Und wenn wir den dann auch noch kriegen, dann haben wir aber abgeräumt. Das wäre der Ritterschlag in diesem Jahr. Findest du deine Töne wieder? Wir spielen nochmal unseren Tisch. Ich hoffe. Tutorial für Peter, genau, dein Erstdings. Okay, wir spielen jetzt noch einen Tusch am Ende und dann ist Tschüss bis irgendwann. Also, genau. Oh, danke an alle, die jetzt hier gerade gucken. Okay. Geschafft. Das war's.